Das ist Serious Sam 4. Auch das ist Serious Sam 4. Und auch das hier ist Serious Sam 4. Falls ihr mit der Reihe einigermaßen vertraut seid, wisst ihr natürlich längst, was euch erwartet und seht es hier noch einmal bestätigt. Es wird geballert, geballert und ab und zu natürlich auch mal geballert. Es macht eben genau das, was Serious Sam immer macht. Ihr kämpft gegen absolut massive Horden an Gegnern und verwendet dabei alles von der einfachen Handknarre bis zum tragbaren schwarzen Loch und der Mini-Atombombe. I thought there was supposed to be convoy. I am the convoy. Hi, I'm Kenny. Das ist nicht mega anspruchsvoll, aber will es auch gar nicht sein. Ihr bekommt sehr stumpfe, aber auch sehr spaßige, spektakuläre Schießereien. Entsprechend sind auch die Level aufgebaut. Ihr habt überwiegend große Arenen, die durch kurze Gänge miteinander verbunden sind. Wenn ihr also plötzlich in einem riesigen Park landet, in dessen Mitte einige Pickups rumliegen, wisst ihr ganz genau, was gleich Sache ist. Nice! Could I have a gun now? You know, it's funny, but usually when I pick up one of these things... there they are! Die Action steht immer im Vordergrund. Ihr habt einen Wegpunkt, der euch auf dem kürzesten Weg durch ihr Level führt und maximal einen zweiten Wegpunkt für optionale Missionsziele, die euch mit zusätzlichen Goodies und kleinen Nebengeschichten belohnen. Ihr werdet euch niemals verlaufen oder plötzlich stundenlang nach irgendwelchen Keycards suchen, denn das gehört hier einfach nicht zum Spielprinzip. Das soll aber gar nicht heißen, dass ihr nicht zum Erforschen der Level und zum Suchen nach Secrets und Easter Eggs animiert werdet. Versteckte Geheimnisse gibt es reichlich. Na, wer erkennt das Spiel, das hier leicht abgewandelt zitiert wird? What is a Sam? A miserable little pile of one-liners. But enough talk. Have at you. Im letzten Drittel des Spiels habt ihr auch mal offene, weitläufige Level, in denen ihr größere Strecken schon mal mit dem Motorrad zurücklegt. Richtig spaßig wird's aber erst, wenn ihr den Mähdrescher findet. Über Zeit bekommt ihr auch wieder die Fähigkeit, zwei Waffen gleichzeitig zu führen, immer größere Monster mit einer schnellen Nahkampfattacke auszuschalten oder auf größeren Aliens zu reiten. Die Neuerungen halten sich aber in Grenzen. Es gibt eine Handvoll neuer Gegner, so wie diese Vampire hier, und in Sams Arsenal findet sich jetzt außerdem eine automatische Schrotflinte. Nichts davon ist wirklich weltbewegend, denn Serious Sam 4 setzt mehr auf alte Stärken, anstatt sich selbst neu zu erfinden. Die Story, sagen wir mal so. Ihr seid unterwegs zum Vatikan, weil ihr den Heiligen Gral braucht, um eine Horde Aliens zurückzuschlagen, die zur Hälfte aus Kühen besteht? Das klingt schön abgedreht, aber die meisten Zwischensequenzen sind einfach nicht sonderlich interessant. Sämtliche Charaktere sind wandelnde Klischees. Ihr wisst vom ersten Augenblick an sofort, wer später unter Garantie mal stirbt oder euch in den Rücken fällt. Alles ist vollkommen vorhersehbar. Und irgendwelche Wow-Momente, wie die Sequenz mit dem Papamobil, wurden längst im offiziellen Trailer gespoilert. Und ansonsten gibt's halt die üblichen Karlauer wie die Oma, die jetzt mit der Minigun wieder alles wegplatzt. Ihr werdet Serious Sam 4 sicherlich nicht wegen seiner Story spielen. Das ist natürlich kein Beinbruch, denn das war bei früheren Teilen der Reihe ja auch nicht anders. Hey, where's the rookie? I really wish I had a gun! Catch! Oh, I lost my shoe. Nice shot! Crap, one-liner though. I wasn't trying to do a one-liner. I lost my shoe? Dude, that doesn't even make sense. Should have said surprise. Just as you turned around, that would have been sweet. Passend zur Handlung seid ihr diesmal in Italien unterwegs, beispielsweise im Kolosseum von Rom oder in Pompeji, und später verschlägt's euch auch mal nach Frankreich. Einfach mal so als Abwechslung zu Ägypten. Oh, wow! What a lovely view! Planet Earth, baby! There's no place like it! Wie ihr seht, setzt das Spiel auf eine recht helle, kräftige Farbpalette, die ihr im Optionsmenü aber auch noch anpassen und zum Beispiel wärmer oder kälter machen könnt. Apropos Optionen. Es gibt auch eine gewaltige Menge an Einstellungsmöglichkeiten für die Grafik, unterteilt in Einstellungen für CPU und GPU.
Außerdem gibt es Settings für Blut, Headbobbing, eure bevorzugte Kameraperspektive, das Sichtfeld und tonnenweise mehr. Das trifft auch auf den kooperativen Multiplayer zu, wo ihr die Kontrolle über Power-Ups, Respawns, Friendly Fire, Monsterstärke je Mitspieler und vieles mehr habt. Sehr viel komfortabler geht es nicht. Ein absolutes Grafikwunder solltet ihr trotz aller Einstellungsmöglichkeiten nicht erwarten. Das Spiel ist nicht hässlich, die Optik ist aber trotzdem allenfalls, sagen wir mal, zweckmäßig. Die Charaktere sind nicht sonderlich hübsch, Animationen sind steif und bei den Innenarealen schaut ihr lieber auch nicht ganz so genau hin. Eben alles, damit ihr 100 oder mehr Monster gleichzeitig auf dem Bild haben könnt, ohne eine komplette Ruckelorgie zu erleben. Vor einem möglichen Kauf solltet ihr zudem die sehr hohen Systemanforderungen beachten. Und falls ihr zufällig The Talos Principle gespielt habt, werden euch einige Umgebungen womöglich recht vertraut vorkommen. Das Adventure vom selben Entwickler teilt sich nämlich sehr viele Assets mit Serious Sam. In der Vorabversion, die uns zum Test bereitstand, gab es auch noch ein paar technische Aussetzer, Grafikfehler und Probleme mit der Performance. Die wurden durch einen Day-One-Patch größtenteils behoben, völlig perfekt läuft es aber noch nicht. So könnt ihr wahlweise unter DirectX 11, DX12 oder Vulkan spielen. Letzteres sorgte bei uns nach dem Patch aber auf 2 von 3 Testsystemen noch für Aussetzer und auch die vertikale Synchronisation bzw. NVIDIAs Fast Sync funktionierte bei uns unter Vulkan noch nicht, was für unschönes Screen-Tearing sorgte. Und dann ist da noch die Sache mit dem sogenannten Legion-System. Wortwörtlich tausende Gegner sollen gleichzeitig dargestellt werden, während die Action immer flüssig und spielbar bleibt. Okay, klar, es gibt tatsächlich einige enorm große Schlachten mit wirklich riesigen Mengen an Feinden. Das sind aber niemals annähernd tausend oder gar tausende Feinde. Das, was als Legion-System beschrieben wird, kommt im tatsächlichen Spiel so wenig zum Einsatz, dass es eigentlich nicht mehr der Rede wert ist. Schade drum. Immerhin, ein richtiges Highlight im Spiel ist die Musik. Zumindest dann, wenn ihr auf heftigen Gitarrenrock steht. Serious Sam 4 ist ein stumpfer, aber spaßiger Shooter, der besonders im kooperativen Multiplayer Laune macht, solange ihr kein zerebrales Meisterwerk erwartet. Die Gags sind flach, die Story ist ein Witz, die Optik ist mittelprächtig bei sehr hohen Anforderungen und es hat auch kein absolutes Killer-Alleinstellungsmerkmal, das es zum totalen Pflichtkauf macht. Aber darum ist es noch lange kein schlechtes Spiel. Wenn ihr einfach mal ein paar Stunden lang abartige Mengen Aliens wegblasen wollt, am liebsten mit Freunden, dann taugt es dafür allemal. Konntet ihr der Reihe bisher aber nie etwas abgewinnen, wird euch der neueste Teil auch nicht überzeugen.